Jo Leute, was geht? Freunde, heute werden wir GTA 5 wieder als eine Skibidi-Toilette spielen und heute werden wir nämlich die kleinste Skibidi-Toilette der Welt zur größten Skibidi-Toilette auf der ganzen Welt upgraden. Und da sind wir auf jeden Fall, Leute. Und ich meine, guckt euch mal an, wie klein wir sind. Wir sind halt wirklich eine Skibidi-Toilette. Die sieht einfach so groß aus wie, I don't know, wie eine Packung AirPods oder so. Und damit wir größer werden, müssen wir Folgendes tun. Wir haben nämlich mitten in der Hand... ist das eine vergammelte Banane oder... Ich weiß nicht, was das für eine braune Banane ist. Aber ja, mit dieser können wir nämlich auf Sachen schießen. Und wenn wir das machen, müssen wir dort kleinere Sachen treffen. Also Sachen, die kleiner sind als wir, damit wir upgraden können. Und deswegen gucken wir uns mal an, weil wie gesagt, wir sind so klein, dass ich glaube, dass es sehr, sehr schwer für uns sein wird, irgendetwas zu finden, das kleiner ist. Warte, wir haben hier einfach einen Fuß. Ey, random einfach einen Fuß. Oh mein Gott, der Fuß ist einfach doppelt so groß wie ich. Da kann ich schon mal erstmal nicht da drauf machen. Ich meine, ich könnte es probieren. Vielleicht funktioniert es ja. Und, nein, es funktioniert leider nicht, Leute. Der Fuß verschwindet nicht. Oh, und da hinten sind sogar noch ein paar andere Toiletten. Okay, wir gucken uns mal die an. Aber die sind alle zu groß. Ah, das wird am Anfang immer sehr, sehr schwer sein zu upgraden, weil ich irgendwie herausfinden muss, ob es hier irgendwas gibt, das kleiner ist als ich. By the way, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute, falls ihr dieses Konzept feiert und falls ihr mehr davon sehen wollt. Vielleicht mit anderen Charakteren, wo wir zum kleinsten bis zum größten upgraden, zum dicksten bis zum dünnsten. Ab damit in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Warte mal, ich guck mal, ob die Wissenschaft vielleicht wissen, was ich dann benutzen muss. Hey, Sie, Mister! Wissen Sie vielleicht, was ich benutzen soll? Boah, sieht das hier dreckig aus, Alter. Wer hat auf den Karton gemacht? Also, ich weiß nicht. Ja, ich auf keinen Fall. Nein, 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 nein. Naja, wer es auch immer war, bitte mach es weg. Warte. Jemand hat auf den Karton gemacht? Auf welchen Karton? Also vielleicht wäre das eine Möglichkeit, Leute. Auf irgendeinen Karton drauf gemacht. Oh, selbst die Klopapierrolle ist größer als ich. Nein, wir können das immer noch nicht upgraden. Aber warte, hier ist auf jeden Fall so ein dicker Karton. Und ich glaube, Leute... Oh mein Gott, ich hab... Okay, hier hat jemand wirklich auf den Karton drauf gemacht. Oder eher daneben. Kann man das treffen? Ich würde sagen, wir probieren es, Leute. 3, 2, 1 und let's go! Leute, wir sind ein Stückchen größer geworden und jetzt sieht man schon mal so ein kleines bisschen. Okay, dann würde ich sagen, es ist mal direkt höchste Eisenbahn zu finden, was denn auf jeden Fall ein bisschen kleiner ist als wir. Und ich glaube, der Fuß ist immer noch etwas zu groß. Yep, Leute, der Fuß ist ein kleines bisschen zu groß. Ist hier irgendwas anderes, was ich benutzen könnte? Oh, Leute! Das Klopapier, ne? Wie gesagt, nach dem Groß erstmal Klopapier. Und ich guck mal, ob es probiert. Let's go! Yes, Leute, es hat funktioniert. Wir sind jetzt nochmal ein Stückchen größer geworden, aber wir sind immer noch nicht die Normalgröße einer Skibidi-Toilette. Und vielleicht sind wir dann irgendwann so groß, dass wir sogar die Menschen einfach mit dieser braunen Banane aufessen können. Jetzt checke ich mal die Lage, ob hier vielleicht noch was ist. Oh, Leute, da ist auf jeden Fall noch eine Klopapierrolle. Mal gucken. Oh, aber ich wurde nicht größer. Ah, also ich muss etwas essen, was unmittelbar größer, kleiner ist als ich. Vielleicht finde ich hier irgendetwas. Muss hier irgendwo bestimmt etwas sein, was vielleicht ein klein bisschen kleiner ist. Oh, warte, hier ist so eine Maske. Vielleicht funktioniert es mit der Maske. Ich probiere es mal. Nice, okay. Wir sind nochmal ein Stück größer geworden und jetzt nähern wir uns so langsam aber sicher der Normalgröße an. Und je größer wir werden, desto krassere Kräfte schalten wir frei. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Okay, so, dann haben wir so eine Werkbank. Die ist aber noch zu groß. Ich denke aber, Leute, dass ich jetzt groß genug bin für den Fuß. Marisa, ich muss dir jetzt erstmal deine Füße aufessen. Also 3, 2, 1 und... nice, es hat auch wieder funktioniert. Okay, und Leute, ihr seht, wir sind bald so groß wie eine normale Toilette. Und wenn das passiert, schalten wir ein größeres Upgrade frei. Aber noch ein Stückchen fehlt uns leider. Wir sind eher so, wir sind so eine Babytoilette gerade. Aber anhand der braunen Banane kann man schon ganz gut erkennen, wir sind schon deutlich größer geworden zum Anfang. Oh, hier ist eine Klobürste. Vielleicht klappt das mit der Klobürste. Also, probieren wir es mal. Let's go! Nice, das hat auch funktioniert. Komm, dann nehmen wir auch noch die anderen mal mit. So, 1, 2, 3 und die 4. Oh, let's go, Leute. Jetzt sind wir aber schon groß geworden. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Warte, was liegt denn da auf dem Boden? Oh, das ist einfach nur so ein Schussloch. Wow. Leute, die Kamera ist komplett glitchy gerade in dem Zustand. Warte. Sind wir schon größer als die Toilette? Ich weiß es noch nicht. Oh, ganz knapp. Oh nein, ihr seht's. Also ich meine, der Kopf zählt leider nicht dazu. Wir sind leider immer noch zu klein. Ach, ich glaube, wir brauchen noch ein einziges Upgrade. Dann können wir endlich normal werden. Und dann können wir auch endlich rauskommen. In die große freie Welt.
Ich glaube, ich habe hier doch ein paar Sachen gesehen, oder? Vielleicht hier die Treppe rauf. Oh, warte. Hier ist etwas. Oh, ist das ein Stromgenerator? Ich weiß nicht, ob es klappt. Probieren es mal. Let's go. Nice. Das hat auch funktioniert. Okay. So, das heißt, wir sind jetzt schon langsam auf dem Weg zur Normalgröße. Was haben wir hier noch? Eine Jukebox. Oh, warte. Die Couch könnten wir eigentlich testen. Okay, probieren wir es mal aus. Oh, nein. Die will leider nicht. Okay, wie wär's mit dem Blumentopf? Ah nein, wir sind ja kleiner als die Blume. Aber warte, hier haben wir eine Werkbank. Die, da sind wir. Ganz knapp. Aber wartet mal, Leute. Ich glaube, ich bin ja jetzt schon größer als die Toilette. Wir könnten es eigentlich mal probieren. Komm schon, ich will das GBD-Toilet-Upgrade. Ich will es haben. Es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Ich glaube, Leute, let's go. Wir sind endlich größer als eine ganz normale Toilette. Und das bedeutet, wir nehmen die jetzt mit. Okay, let's go. Es hat funktioniert. So, jetzt nehmen wir mal die restlichen auch noch mit. Bam, bam, bam. Zack, zack. Alter, wie viele habt ihr da? Nice, es hat funktioniert. Wir sind jetzt endlich zur normalen Skibidi-Toilette geworden. Das hört man auch vor allem an dem Ton, Leute, dass man jetzt die ganz originale Musik hört. Und deswegen können wir jetzt endlich das Lager verlassen. Wir sind jetzt endlich ausgebildet. So, nichts wie raus hier, Leute. Ich will nämlich die größte Skibidi-Toilette der ganzen Welt werden. Ich will so groß werden, dass ich einfach größer bin als der Alamosee oder sogar größer als der Mount Chiliad. Oh, warte, vielleicht kann ich auf dem Weg dahin irgendwas finden. Ah, hier so ein Getränkeautomat, das wäre schon nicht schlecht. Aber wir sind leider immer noch zu klein dafür. Aber Moment, vielleicht finden wir hier auf dem WC irgendwas. Hier so eine Waschmaschine. I don't know, ob es klappt. Mal gucken, testen wir. Oh, es hat funktioniert. Und wir sind sogar ein kleines Stückchen größer geworden. So, da haben wir jetzt leider nicht geupgradet. Boah, das ist schon cool. Okay, so, dann raus hier. Klappt das jetzt mit dem Sessel vielleicht? Nein, immer noch nicht. Aber dieser Drucker, Leute, der muss gehen. Ah, auch nicht. Naja, egal, dann verlassen wir einfach mal diesen Ort. Let's go in die Freiheit. Okay, ich bin irgendwo im Nirgendwo. Ich glaube, das ist ein Problem. Hä, warum ist das Wetter auf einmal so schlecht geworden? Oh mein... Hey! Yo! Warte mal, Leute. Kämpfen die gerade gegeneinander? Ich glaube, die kämpfen da gegeneinander. What? Oh mein Gott, Leute. Nehmt das, Cameraman. Ich werde euch fertig machen. Und erst recht, wenn ich größer werde, dann werde ich nämlich die gesamte Armee zerstören. Okay. Oh, warte, er greift... Ey, der Skibidi-Toilet greift mich einfach an. Warte mal, eigentlich bin ich ja größer als er, oder? Schaffe ich es, ihn aufzuessen? Let's go! Wow! Okay, Leute, das hat jetzt echt ein Upgrade gebracht. Wir sind nämlich deutlich größer geworden gerade. Oh, man. Ich kann die alle aufessen. Oh, und direkt hier ist ein Müllcontainer. Der ist genau... Ja, wir sind mit der Toilette tatsächlich ein kleines Stückchen größer. Und wenn wir die aufessen... Ja, das hat noch ein kleines bisschen gebracht. Nicht allzu viel, aber wir sind schon wieder größer geworden. Und Stück für Stück werden wir immer und immer größer. Und hier geht gerade der komplette Kampf ab. Und selbst die Skibidi-Toilets greifen mich an. Ich weiß nicht, warum. Oh, unbedingt ein Auto. Hey, Sie da, geben Sie mir ein Auto. Hier, das ist ein Befehl. Oh Gott, Alter, ich sehe gar nichts. Hilfe, der... Oh mein Gott. Vielleicht den hier. Ey, niemand will mir ein Auto geben. Vielleicht die Person dort. Leute, der Kampf eskaliert hier gerade komplett. Aber ich denke, da ist ein Auto frei. Nein, bleiben Sie stehen. Oh. Ey, Leute, es muss doch irgendwie möglich sein, dass ich ein Auto bekomme. Ich muss in die Innenstadt. Da sind bestimmt viel mehr Sachen. Aber es ist zu schwer zu erkennen, Leute. Mein Kopf ist einfach im Weg. Ich sehe nicht, wohin ich schieße. Oh. Jo, ich habe seinen Reifen getroffen. Es ist zu spät. Oh, ich habe ihn getroffen. Ich habe den Traktorfahrer getroffen. Jetzt nichts wie rein da. Nein, nein, wo wollt er hin? Los, ich brauche den Truck. Traktor, raus aus dem Traktor. Oh mein Gott, ist das nice, Freunde. Wir fahren jetzt als Skill. Okay, Alter, das sieht so gruselig cursed aus. Es sieht einfach aus, als wäre die Skibidi-Toilette ein Teil von diesem Traktor. Yo! Alter, sind wir in Cars 4 oder so? Okay, der Kampf geht gerade absolut ab zwischen den Skibidi-Toiletten und den Cameraman. Sorry, ich muss hier auch mal drüber fahren. Am Ende werde ich beide von den Leuten komplett zerstören. Warte, war hier nicht eine Raststätte? Vielleicht können wir das nutzen, um uns abzugraden. So, hier müsste, glaube ich, irgendwas Gutes sein. Oh ja, ich sehe einen Container. Den kann ich nehmen. Wow, was war das gerade? So, let's go! Und das... Okay, wir sind wieder größer geworden. Nice. Jetzt sind wir langsam größer als sogar ein Auto. Und wenn das passiert oder größer als Menschen, dann können wir sogar Menschen damit Oh, wait. War hier nicht eine Tankstelle? Ah, da ist er. 24/7. So, wir probieren jetzt mal bei diesem Herrn aus. Vielleicht klappt es ja. Sieh dort, Mister. Sie geben mir alles, was Sie in diesem Laden haben. Yep. Ich möchte alles haben in diesem Laden. Genau. Zack. Wait.
Leute? Oh mein Gott. Leute, es hat funktioniert. Ich hab den Typen mitgenommen. Oh mein Gott. Ich kann die ganzen Regale aufessen. Leute, ich kann die ganzen Regale aufessen. Oh mein Gott. Wir können den ganzen Laden leer räumen. Die ganzen Früchte, die ganzen Magazine. Einfach alles. Den Kaffeeautomaten haben wir auch noch mitgenommen. Yo, das eskaliert hier gerade jetzt komplett. So, auch den Donutschrank natürlich. Und auch den Geldautomaten. Das muss auch klappen. Okay, Leute, langsam eskaliert es. Wir gehen mal lieber raus, bevor es zu spät ist. Wir werden jetzt immer und immer größer. Oh mein Gott, okay. Ich weiß es nicht, Leute, ob das funktioniert. Aber wenn das klappt, dann haben wir wirklich unlimited Größenglitch. Okay, probieren wir es. Funktioniert es? No way. Leute, wir sind langsam immer größer. Und ich glaube, ich probiere es mal mit Autos. Na los, es sollte bei... Hey, warum... Warte mal, das macht keinen Sinn. Ich bin größer als die Autos, aber warum funktioniert das nicht? Liegt es daran, dass ich nicht schwerer bin als ein Auto? Okay, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, Leute, wir machen uns mal auf den Weg nach Los Santos. Und da werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal zu Franklin gehen und mal seinen Laden ausmisten. Oh, Franklin, bist du da? Warte mal kurz, ich bring mal den Müll raus. So... Ja, das hat uns auf jeden Fall auch nochmal ein Stückchen größer gemacht. Und jetzt sind wir schon langsam echt groß. Also ich meine, wir sind eigentlich, technisch gesehen, sind wir größer als das Haus von Franklin. Aber ich kann leider keine Häuser essen. Noch nicht. Vielleicht funktioniert es irgendwann. Vielleicht kann ich ja die Tür von Franklin... Okay, also ein Haus geht nicht, aber die Tür kann ich essen. Das hat uns leider nicht größer gemacht. Vielleicht müssen wir eine größere Tür essen, wie zum Beispiel das Garagentor. Okay, let's go. Yep, also mit dem Garagentor hat es auf jeden Fall funktioniert. Oh mein Gott. Wir sind so groß, wir passen fast nicht mehr durch das Tor. Und eigentlich passe ich gar nicht mehr in Franklins Haus hinein. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Oh, Leute. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Stückchen größer werden, damit wir Superkräfte freischalten. Vielleicht klappt es ja jetzt mit den Autos. Ich probiere es mal. Wow, es hat geklappt. Leute, wir können Autos essen. Wir können Autos essen. Okay, ich glaube, wir müssen aber ein anderes essen. Boah, ich fühle mich auch schon langsam richtig groß, ne? Ich bin schon groß und wir... Und du bist weg von hier. Okay, also wir haben hier noch ein Auto. Oh, der sieht nice aus. Schmackhaft. Okay, Leute. Oh, nice. Nehmen wir alles mit? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, die Kamera. Ich muss die Kamera mal umpositionieren. Okay, Leute, Kameraeinstellungen abgespeichert. Wir sind mittlerweile schon so groß geworden, dass ich jedes Mal die Kamera zurückstellen muss. Und wir sind immer noch nicht die größte Toilette. Aber wir sind schon mal die größte Toilette in ganz GTA 5. Aber noch nicht die größte Skibbity-Toilette. Dazu würde ich sagen, gehen wir mal auf in die Innenstadt. Oh mein Gott. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich bin größer als diese Ampel. Meint ihr, ich kann sie aufessen? Wir werden es mal probieren. Let's go! Okay, es hat funktioniert. Ich habe die Ampel aufgegessen. Leider sind wir noch nicht groß genug für diese Ampel, aber wartet's ab, Freunde. In ein paar Minuten ist es schon soweit. Vielleicht kann ich auch ein SUV aufessen. Dann würde ich größer werden. Wo sind eigentlich die ganzen Menschen? Hier ist kein einziger Mensch. Das ist schon ein bisschen sus. Oh, da sehe ich welche, Leute. Da sehe ich welche. Die habe ich noch nicht probiert, Freunde. Sind die eigentlich vegan? Ich probiere es mal aus. Let's go! Und tschüss! Oh mein Gott. Es ist schwerer, die zu treffen, als ich dachte. Hey, ciao. Oh, und der auch. Und der auch. Und der. Und der. Leute, ich habe gerade ein Upgrade im First-Person-Modus freigeschaltet. Und ihr seht, die Kloschüssel überragt langsam das Display. Oh mein Gott, Alter. Das ist schon... Yo, ich muss schon wieder die Kamera umpositionieren. Das wird langsam zu heftig. Skibidi bop bop bop. Yes, yes. Oh, skibidi bop bop. Hihi. Ey, 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 stopp. Stopp. Den LKW. Wir müssen ihn treffen. Na los. Yo. Leute, es hat funktioniert. Wir können jetzt sogar LKWs aufessen. Was geht denn hier ab? Das nimmt jetzt Ausmaße an, wo ich nicht dachte, dass das tatsächlich funktioniert. Das ist wie... Oh, wartet mal, Leute. Seht ihr, was ich da sehe? Das ist ein Dixie-Klo. Komm, den nehmen wir hinterher. Zack. Und nehmen wir den Dumpster-Truck. Let's go. Na los, nicht nachladen. Nicht nach... Oh Mann, das Aiming ist richtig schlimm, Leute. Man kann... Kann ich mit Maus... Ja, ich kann... Okay, es geht mit Maus ein bisschen besser. Da kommt gleich der nächste Dumpster-Truck. Ich sehe ihn nur so halb. Aber wenn er gleich Gas gibt, und das macht er, dann probiere ich ihn auf zu essen, Leute. Achtung. Und... Ciao. Oh, yo. Okay. Leute,
Ich glaube, jetzt haben wir den Status erreicht, dass wir automatisch größer werden. Wir müssen einfach nur für Zerstörung sorgen. Wow, okay, Alter. Das ist crazy, Leute. It's kinda crazy, Alter. Oh, warte. Und... Boom! Und wie ihr seht, hat mich das gerade schon wieder größer gemacht. Also, wir werden immer und immer größer, Leute. Bald bis zum ultimativen Stadium. Und deswegen... Wow. Okay, die Scooby-Toilette kann schon mal nicht ganz fliegen, aber sie kann schon sehr hoch springen. Und ich weiß nicht, wohin sollen wir springen? Ich glaube, wir springen einfach mal dahin. Wow. Okay, wir haben ein paar Polizeiwagen weggenommen. Warte, kann ich den... Ich wollte den in die Hand nehmen. Ah, jo, stimmt. Scooby-Toilette hat ja keine Hände. Warum habe ich da nicht vorher dran gedacht? Okay, Leute, langsam wird das Ganze ein bisschen heftiger. Also ich glaube, ich gehe mittlerweile auf den Highway, weil wenn wir immer größer werden, dann kann es sein, dass das Spiel crasht, wenn ich nicht Los Santos verlasse. Und deswegen springen wir einfach mal hier weit weg. Jo! Okay, meint ihr, ich könnte dieses Flugzeug erreichen? Nein, Leute, dafür sind wir leider immer noch zu schwach. Oh, ihr denkt wohl, ihr könnt mich aufhalten? Das denkt ihr wohl. Oh mein Gott. Leute, wir sind zum Dreiköpfigen gerade geworden. Yo, okay, wir können fliegen. Und wir haben Laseraugen. Auch wenn ich die nicht so ganz sehen kann, weil wir einfach so unfassbar groß sind. Und ich weiß nicht, Leute, irgendwie funktioniert das nicht mit dem Zielen. Ich kann... Es glitscht, Leute. Ich muss es von hier aus machen. Also man sieht die Laser nur ganz schwach, aber ich hab sie. Ich hab die Laserattacken, Leute. Oh, okay, warte, Helikopter, zerstören wir den mal. Oh mein Gott, das hat geklappt. So, Freunde, wenn ich jetzt schaffen könnte, dieses Flugzeug zu zerstören, weiß nicht, es ist ein bisschen weit weg, ne? Also er fliegt tatsächlich ziemlich weit. Oh Gott, okay. Wow, haben wir den zerstört? Wo ist er hin? Hey, ist das Flugzeug? Leute, das Flugzeug ist einfach... verschwunden. Hui! Okay, let's go, Freunde. Oh mein Gott, die fliegende Skibidi-Toilette. Und niemand hat eine Chance gegen mich. Niemand von euch hat eine Chance. Oh mein Gott, wir sind nochmal größer geworden, Leute. Das droht jetzt gerade echt zu eskalieren. Das eskaliert jetzt aber wirklich. Wir haben nur ein Problem. Wenn wir irgendwann zu groß werden, dann können wir nicht mehr upgraden. Okay, warte, ich probiere es mal. Boom! Okay, Leute, ich habe die Kamera wieder umpositioniert. Jetzt, pass mal auf! Okay, wir müssen das jetzt noch einmal machen. Und dann werden wir das nächste Upgrade freischalten. Habt ihr schon ein Like da gelassen? Falls nicht, jetzt machen und abonnieren. Let's go! Yo! Okay, alles klar, Leute. Wir sind schon mal so groß geworden. Okay, Alter. Okay, alles klar, Leute. Wir haben einfach mit unserem Kopf einen Kick verursacht. Headkick einfach. Oh, let's go. Zwei Militärsterne, Freunde. Mit jedem Militärstern upgraden wir. Haben wir gerade den Zug aufgehalten? Let's go. Wir haben den ganzen Zug aufgehalten. Und Leute, ich glaube, ich muss die Kamera gleich wieder umstellen, weil wir werden einfach so groß gerade. Okay, beim dritten Stern schalten wir das nächste Upgrade frei. Okay. Wow. Okay, das geht sehr schnell, glaube ich. Wo sind die Leute? Wo ist das Militär? Komm schon, alles zerstören. Let's go! Explodier! Okay. Drei! Yes! Wow! Oh, okay. Leute, das verglitscht langsam hier. Mann, die Toilette sieht sehr weird aus. Hat sie irgendwie Poren? Ich glaube, sie macht Risse. Okay, Leute. Das heißt, wir werden uns bald selbst zerstören. Wir müssen also immer noch größer werden. Also, immer weiter draufhalten. Let's go! Immer weiter draufhalten, Freunde. Vier Sterne. Es ist nicht mehr weit. Da ist ein Panzer. Wir haben den jetzt auch noch zerstört. Okay, immer noch drei Sterne, Freunde. Immer noch drei Militärsterne. Vielleicht, wenn wir ins Gefängnis gehen. Ja, ich gehe einfach mal. Leute, ich springe mal ins Gefängnis. Mal gucken, wie das aussieht. Oh, ja, ganz gemütlich hier. Aber ich will mal wieder gehen. Tschüss, Gefängnis. Tschüss. Alter, es explodiert hier einfach alles. Boah. Wir sind größer als die Straße. Okay. Achtung, Explosion! Bam, vierten Stern! Wow! Okay, alles klar. Okay, die XXL Skibidi-Toilette wird immer größer. Ich würde sagen, Freunde, schaut euch das an. Das sieht so cursed aus. Sein Gesicht. Leute, ich habe automatisch 5 Sterne gekriegt. Ich habe nichts gemacht. Okay, Leute, seid ihr ready für das größte Upgrade? Wir machen jetzt noch größer Upgraden. Let's go! Leute, könnt ihr euch das mal anschauen? Seht ihr, wie groß wir sind? Wir sind gefühlt so groß wie diese riesige Skibidi-Toilet-Map, die wir schon mal gespielt haben. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Wow. Leute, es geht leider nicht mehr größer. Oh mein Gott, was sind wir gerade? Wait, das muss ich jetzt mir mal genauer anschauen. Okay, ich kriege es nicht hin, Freunde. Wir sind zu groß. Wir sind einfach zu groß. Ich kann reingucken, Leute. Wir können sehen, unter der Toilette ist gar nichts drin. Aber wir sind so riesig. Ich kann es nicht mehr sehen, Leute. Auf jeden Fall, Freunde, wenn ihr wollt, dass wir das Ganze noch extremer machen, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.